Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lastheaven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Hat direkt mit dem Pyjama los. Lol. Werde zu Hause erschossen. Sehe ich da auf meinem... auf meinem Taskplaner. Wir müssen Radio machen. Ohne Hupe. So. Warte mal auf die Killer, ne? Was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden, auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise okay, ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu, wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich pack ihn schon nicht so hart an. Was macht die Waffe, die ich in der Hand habe? Ja, nun. Kann doch nicht wahr sein. Kann ich nicht einfach mal geradeaus fahren? Aber das ist nass, ne? Ich merke schon. Thank you.
auch geil, bei Regen ein Cabrio zu nehmen, fällt mir gerade mal so ein. So, mein Lieber. Luigi Scepta, hat hier unseren Namen behalten? Wieder, toll. Alter. Er feiert immer noch eine eigene Bude, oder was? Holy shit. Noch ein Magazinchen. Ziemlich modern eingerichtet, muss man sagen. Wo ist Eric? Scheiß auf Eric. Zieh dir was rein, Mann. Ah, ja, bestimmt da hinten, ne? Eric. Eric. Ach, die nimmt man was an. Hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Mir fällt doch noch was an. Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. Der lange gehalten mit der Ehe und so, wa? Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und mein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Hör ich da immer noch Musik? Schweinerei. Nee, ich hau ihm nicht auf die Fresse. Was ist mein Auto, Mann? Oh, ernsthaft? Das kann doch wohl nicht Warzenschwein. Die Frage ist, ist es geklaut oder wurde es einfach nur zurückgesetzt wegen der Mission? Kenne ich sogar das Lied. Dream, dream, dream. Warte bitte keine kompletten Lyrics von mir. So gut bin ich dann doch nicht. Das ist doch nicht mein Auto. Ah, oh, hier ist deine Schwester, hat sich entschuldigt. Das Leben ist so toll. Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Ach, das war gar nicht seine Bude.
Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Wow. Kein Ding, Schwesterherz, habt ihr gern geholfen. Undank ist der Welt ein Lohn. Fackel die Bude ab! Mach schon! Los! Brenne, du Ithaka-Arsch! Brenne! Mein Haus! Scheiße! Oh. Die sind ja krass drauf. An die Szene kann ich mich, glaube ich, erinnern. Geh zu Joe. Okay, geh zu Joe. Geh mal zu Joe, wa? Mein Haus! Scheiße! Ich habe einmal mein Geld verloren? Ernsthaft? Kein Problem. Meine ganzen Moneten sind weg. Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Aber schon cool, dass da irgendwelche Leute anhalten können und mir die Bude abbrennen. Das interessiert einfach keinen. Well. Ich meine nicht, dass ich es anders gemacht hätte, aber das ist auch schon ein ganz schönes Stück. Verdammt! Oh, die Polizei schießt sich mit denen sehr gut. Eigentlich kamen die Typen meinem eigenen Boss. Hey Mambo! In dem Takt. In den Rückspiegel gucken. Das war eine knappe Geschichte gerade. Gerade andere Probleme als die Verkehrsregeln.
Schön nackig. Vito! Ach Quatsch, das bin ich. Joe! Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Na los! Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Was ist denn hier aus? Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Muss mir was anziehen, ja, okay. Hey, hier ist Joe. Ja, ich weiß, aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund umlegen. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Habe ich... Ist das nicht der, den wir im Knast abgestochen hatten? Wollen denn die Iren? Was haben die jetzt für ein Problem auf einmal? Na los, steig ein. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihm übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Reg dich ab, wir sind gleich da. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast vergessen. Ja, aber gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirklich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Oh. Hier ist sie. Bitte schön. Danke. Du hast kein Geld mehr, um die Karre zu reparieren, ne? Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Beherrsch dich, ich bin in Eile. Ich verstehe immer noch nicht, wie hier dieses Vorfahrtssystem ist, ne? Also rechts vor links ist das definitiv nicht. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Aber mit aller Gemacht, du. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist! Du. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich.
Gib mir Deckung. Mist. Komm schon. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Du bist mausetot. Der Barkeeper hat eine Waffe verflucht, du Scheiße. Das ist alles? Dann blüht dir was. Was? Jetzt sicherlich. Der hatte noch eine verdammte Tommy gehabt. Jetzt hier einfach einen Revolver rum oder was? Hast du das beim Militär gelernt? Ich bin der Beste. Warte mal. Ja, auf einmal eine Knarre oder was? Los, zeig dich! Er hat seine Knarre angeschmissen. Ist aber gar nicht. Das Spiel gönnt mir einfach die Waffe nicht. Unglaublich. Oh, ein Magazin. Hallo? Andere Richtung. Na toll, eine Autoflucht. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Verstanden. Coole Sache. Los, Vito, schneller, sie hängen uns ab. Scheiße, sie haben uns abgehängt. Ach, vergessen wir die Sache. Ja. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weg. Gibt's doch gar nicht, ey. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich wirklich nerven. Ja, hab ich. Es ist vorbei! Mann, du schießt ja beschissen. Gib mir Deckung, Vito. Ich hab ihn im Visier. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Komm schon! Jetzt liegt die Waffe da. Da, ein B40, sag ich doch. Ich bin der Beste. Los, zeig dich! Magazin hat er gespeichert, okay. Kann ich nicht einfach im Auto erschießen? Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Okay, das war's. Blöde Arschlöcher. Und weg. Männliche Person, ja, das bringt mir mein Haus auch nicht zu. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oyster Bay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Bräute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,0 wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Eine gute Einstellung.
Langsamer, sonst halten sie uns an. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Halt, uns ist einer reingerasselt. Ich kassiere ihn. Tschüss. Verstanden. Das kennen wir doch hier, oder? Nee, das ist der Vitus. Bruder. Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Hey, mal wenden, Leute. Oh, Polizei. Ja, ja. Wenn man nur schlimmer nichts bin, ne? Wenn der andere reinfahren, ist egal. Außenrum, top. Richtig blöde. War auch schon so, Herr Wachtelmeister. In der Garage? Sag mal, dass es eine Garage gibt. Hier bestimmt, oder? Karre? Also die Bude kann so scheiße sein, wie sie will, ne? Aber Hauptsache, es gibt hinten eine Garage. Ich denke mal, ich muss hier irgendwo hoch. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Tja, das haben wir aber leider nicht. Da ist nichts. Ich hab nicht mal Sandwiches im Kühlschrank. Oh, ein Boot. Jetzt sieht's merklich, man hört es. Scheiße, ist das gruselig. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner.